So, herzlich willkommen zu meinem Vizebeast Infinity Evolve Let's Play. Absolut hässliche, abstrakte Häuser. Aber ich glaube, ich werde meine Let's Play-Reihe wirklich so machen, dass ich wirklich besonders hässliche Bauwerke zeige, die ich gebaut habe und mich darüber total freue, dass ich hässliche Bauwerke gebaut habe. Finde ich eine super Idee. Schreib's doch mal in die Kommentare. Genau. In der letzten Folge haben wir ein wenig Alumite gesammelt. In der Hoffnung, und ich sage wirklich Hoffnung, dass es für einen Hammerkopf reicht. So, wir legen uns erstmal kurz hin. Ich trinke nochmal einen Schluck. So, wenn ich jetzt noch wüsste, wo meine Brötchen sind, die ich gebacken habe, weil ich muss ja kleine Brötchen backen. Hier sind sie. Zack, das nehmen wir auch mit. Du kannst noch hier bleiben. Möhrchen nehmen wir auch mit. Warum auch immer ich Seeds darin gepackt habe. Frag mich nicht. Weiß ich selber nicht. So, zack. Und da kommt jetzt ein Seed drin. Nice. So, dann würde ich mal spontan behaupten, gucken wir doch mal, was wir als erstes für die Solarpanels brauchen. Solar. So, ich habe halt überlegt, was also überlegt habe, muhaha, nein Quatsch, diese Solarpanel zu bauen. Diese Solarpanel braucht auch, wenn man es mal genau betrachtet, nicht viel. Glasscheiben, habe ich noch welche? Ich könnte drei Stück davon bauen. Ich brauche ein Stahlding. Ein Stahl habe ich. Perfekt. Redstone habe ich hier noch. Aber ich brauche für den noch keine Invabarits, ne? Nö. Stahl. So, und ein Lapis. So, ich mache mal einen Lapis. Daraus werden neun von denen. Eins, zwei, drei. War eine relativ gute Idee, weil ich erstmal den Eisen noch machen muss, verdammt nochmal. 3, 3, 5. So, du darfst dich hier hingesellen. So, jetzt haben wir drei Stück. Das reicht für ein Solarpanel. Jetzt brauchen wir Blei. Davon haben wir 8. Das ist doch schon mal ganz vorteilhaft. Gib mir mal einen. Noch müssen wir ein bisschen sparsam mit den Ressourcen umgehen. Weil, und jetzt kommt der große, aber sehr eigenartige Knaller. Ich habe davon nicht so viele. So, du machst mir jetzt erstmal die Eisenbarren. Perfekt. So, dann kommen hier welche hin. Ich brauche ein Eisen. So, damit hätten wir schon mal drei Sachen, die wir hierfür brauchen. Und dann hätten wir ehrlich gesagt auch schon den ersten fertig, wa? So, das kommt hier hin und dann rechts und links. Und tada, wir haben unser erstes Solarpanel. Finde ich super, wirklich. Es ist nur die Frage, wo ich das hinbaue. Was haltet ihr davon, wenn ich hier oben was wegnehme? Wo ich mit einer Leiter hinklettern kann? Was ich bis hier ungefähr ranbaue? Mit dem wollte ich ja noch eine höher heben. Machen wir das gleich mal, weil dann verjässigt das nämlich nicht so schnell. Weil dann haben wir hier automatisch auch gleich ein bisschen mehr Lagerkapazität. Machen wir mal gleich zwei höher. 2, 2, 2, 2. Ja, dann kann da auch außer mir nichts drin fallen. Super. Oh, ernsthaft, ernsthaft. Oh. Das tut schon weh, jetzt mal ohne Flachsen. Ich bin so froh, dass hier noch nicht drin ist. So, jetzt aber. Alter Fimpi, du bist der Held der Arbeit. Jetzt mal ohne Witz. So. Dann können wir nämlich mit Pflasterstein. Ich will Pflasterstein nehmen dafür. Können wir nämlich eine glatte Ebene hier hinstellen. Hier so zack rüber. Und können
oben den ganzen Kl die ganzen Klotten einmal abreißen. Das machen wir jetzt auch genauso, wie ich das gerade beschrieben habe. Damit wir. Aber vorher sind wir ein bisschen faul. Wir brauchen folgende Dinge. Wir brauchen das hier, haben wir. Das hier haben wir. Ich glaube, den hier war das, haben wir. Und der hier. Haben wir. Dann packst du das darin. Gut, das haben wir. Das hätten wir auch. Ich baue jetzt das Richtige. Das hätten wir auch. Und das X. Wir brauchen. Oh, Ben, Alter, ist das dein Scheiß Ernst? Ja, manchmal ist echt so ein bisschen sehr kurios. Da steht mir echt selber im Weg. Ich verstehe nicht, wenn ich das jetzt alles anklicke, warum man nicht gleich in die richtigen Positionen geht. So, wir hätten damit auch schon unser erstes den Hammer. So, wo ist denn unsere komische Schippe? Ach hier. So, damit hätten wir auch schon unseren ersten Hammer. Diesen besagten Hammer setzen wir jetzt hier auch erfolgreich an. Oh, ich liebe das, wenn das alles auf einmal abbaut. Oder ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, dann bauen wir hier die ganze kuriose Erde mal ab. Brauchst sowieso keiner. Also ich brauche sie nicht. Ich sollte aber, bevor ich das alles abbaue, nochmal nach oben kraxeln. Und eventuell den Baum abbauen. Also jetzt nur mal so als Überlegung, weil ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Rat. Eine ganz gute Idee. So. Können wir hier nämlich schon mal weiter die Erde abbauen. Warum ich das jetzt hier mache, werdet ihr gleich sehen. Kann es euch nämlich nicht erklären, weil ich selber noch nicht weiß, warum ich das mache. Nee, Quatsch. Ich finde das so angenehmer, weil dann haben wir den ganzen Technik-Kram. Krack war auch gut. Den ganzen Technik-Kram, den wir brauchen oder benötigen, sagen wir es mal so, auf einer Ebene. Und können direkt können direkt, hier setze ich noch einen Zaun drauf. Und hätten auch direkt eine Fläche, wo wir alles an Sachen machen können. Jetzt überlege gerade nur, ob es Sinn macht, hier eine Treppe hinzubauen oder eine Leiter. Ich glaube, ich baue mir hier eine Leiter hin, um die Tür. Holz! Haben wir. Na, ich kann auch das Holz hier nehmen. Und kann mir die Dinger hier bauen. Na, mach mal hier, komm. Zack, zack. Und so, damit hätten wir jetzt 18. So, die Leitern setzen wir jetzt einfach hier dran. Und zack, sind wir schon oben. Perfekt. Ich glaube, wir werden geschätzt 100.000 Millionen Mal hier runterfallen. Ist aber nicht so melodramatisch. Hexer, was willst du hier? Geh weg. So, perfekt. Das Solarpanel bauen wir jetzt aber auch schon direkt auf. Überleg gerade nur, wohin, wo es vielleicht Sinn macht. 1, 2. Warum ich das jetzt so hoch anbaue, werdet ihr gleich sehen. So, der kann 1000 RF speichern. Das ist doch schon mal sehr gut.
Außerdem war die auch leider Gottes. Ach wohl, Niki den Zaunhinbauer. Ist das nicht mehr ganz so schlimm. So, die nehmen wir noch. Dich nehmen wir da raus. Zack. Haben wir noch irgendwo Stöckchen? Ich glaube, wir hatten noch in einem dieser Kisten Stöckchen. Stöckchen. Ja, das wird jetzt am Anfang ein bisschen blöd, weil ich jetzt halt relativ viel in den Kisten rumwuseln muss. Oder besser gesagt, rumwusle, damit ich meinen ganzen Stuff auch ordentlich beisammen habe. 1, 2, 3, 4, passt perfekt. Wenn ich hier runterspringe, verliere ein halbes Herz. Das ist schon mal okay. Ja. Ich würde sagen, es ist schon wieder soweit, aber auch nur, weil ich vergessen habe, wann ich die letzte Folge beendet habe. Ich freue mich, dass ihr wieder bis zum Ende zugeschaut habt, wenn ihr es geschafft habt, meine Stimme so lange zu ertragen. Ich würde mich sehr über einen Kommentar, über ein Like oder ein Abo freuen. Schreibt mir in die Kommentare, ob euch gefallen hat oder nicht. Und immer nur zu schreiben, du bist scheiße, finde ich doof, weil schreibt doch mal, warum ich kacke bin. Setz dich doch mal mit mir auseinander, ist bestimmt sehr lustig. Ich würde sagen, bis dahin, Cheerio.